Erstmal herzlichen Dank an Cueco, super Band, also toll. Hier in Hamburg, herzlich willkommen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, liebe Gäste der Stadt. Ein bisschen will ich auch noch die Leute sehen. Ja, das geht doch gleich los. Ich sage noch einmal herzlich willkommen hier. Wir bieten hier heute als Linke das Kontrastprogramm, gerade gelesen, die FDP tagt in einem Nobelhotel. Wir kommen hierher auf den Platz, wo viele Menschen sind. Herzlich willkommen, dass Sie zur Kundgebung der Linken hier in Hamburg gekommen sind. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der September ist da. Am 24. wählen wir den nächsten Deutschen Bundestag. Viele Menschen, auch die Medien, reden darüber, dass die Wahl wohl entschieden wäre. Angela Merkel wird wohl wieder Kanzlerin. Und manche sagen auch, dass der Unterschied zum ehemaligen Bürgermeister aus Würselen gar nicht so groß ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich war im letzten Deutschen Bundestag in der letzten Legislatur und konnte feststellen, die Unterschiede zwischen den beiden Parteien waren wirklich nicht so groß. Die Große Koalition hat in den 4 Jahren alle ihre Entscheidungen gemeinsam getroffen. Am letzten Tag der letzten Sitzungswoche gab es ein Ereignis, die Ehe für alle, wo das durchbrochen worden ist. Wir hätten viel, viel mehr in dieser Legislatur fortschrittliche Entscheidungen treffen können. Das ist nicht an der Linken gescheitert. Ich will Ihnen aber sagen, wo der Unterschied bei dieser Wahl liegt. Der Unterschied bei dieser Wahl, den wird die Linke ausmachen, meine Damen und Herren. Wir treten an für eine andere Politik in diesem Land. Und häufig wird mir gesagt, ja, die Linke hat gute Vorschläge im sozialen Bereich, in der Arbeitsmarktpolitik, aber wie wollt ihr das eigentlich bezahlen? Und ihr seid doch die, die gar nicht mit Geld umgehen können. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich hier und heute zuallererst über das Geld reden. Und ich will zunächst feststellen, dass in unserem reichen Deutschland genug Geld da ist und alle Menschen könnten gut leben. Eine Zahl: 200.000 Euro ist das Nettovermögen jeder Familie im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie viele hier, die Hälfte müsste ja drüber liegen, die andere Hälfte drunter, aber ich habe so das Gefühl, dass es anders ist. Es ist ähnlich wie mit der Kuh, die in dem Teich ertrunken ist, der im Durchschnitt 50 cm tief war. Das Problem ist, dass wir in unserem Land einen Reichtum haben, den man nur als pervers bezeichnen kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einmal auf die Ebene der Welt gehen. Die meisten von Ihnen werden die Zahl kennen. Die 8 reichsten Männer auf dem Erdball verfügen über so viel Vermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Da ist doch was nicht in Ordnung auf der Welt. Und in Deutschland, meine Damen und Herren, ist die Entwicklung nicht so unterschiedlich. Wir haben inzwischen 186 Milliardäre. Eine Milliarde sind dann 1000 mal 1 Million. Und die 36 reichsten Milliardäre verfügen über so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Und ich kann Ihnen eins sagen, man wird nicht Milliardär durch eigene Hände Arbeit. Das wird man nur durch riesige Erbschaften oder man wird das durch Ausbeutung anderer. Und auch die Zahl der Vermögensmillionäre ist immer weiter gestiegen. Ich habe eben gehört, in Hamburg 40.000. In Deutschland gibt es 1,2 Millionen Vermögensmillionäre. Und auch das wird man nicht durch eigene Hände Arbeit. Ich bin im Bundestag und wir kriegen pünktliche und reichhaltige Überweisungen. Aber selbst wenn man ein ganzes Leben im Bundestag ist, Vermögensmillionär wird man nicht. Das wird man nur durch Ausbeutung anderer Menschen, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir mal hinterfragen, wie kommt denn dieses Vermögen und wo kommt es zustande? Und wir haben ja ein ganz aktuelles Beispiel. VW. Dort ist es so, dass deutsche Ingenieurskunst eingesetzt worden ist zur Manipulation. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Auto erkennt, wenn es bei der Kontrolle einfährt, senkt die Abgaswerte. Und wenn es wieder rausfährt, dann steigert das Auto wieder die Abgaswerte. Das ist schon sensationell. Aber das ist Ingenieurskunst eingesetzt zur Manipulation.
zum Schaden der Umwelt, zum Schaden der Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Schaden des Mittelstandes, der Zulieferer und letztlich auch zum Schaden des Standorts Deutschland. Und man muss mal eine Frage stellen: Wer trägt denn dafür die Verantwortung? Und da will ich den Namen, wenn ich um Reichtum und Moral rede, den Namen von Christine Hohmann-Denhardt nennen. Der eine oder andere wird sich erinnern, das ist die Vorstandsfrau, die für 13 Monate als Vorstandsfrau 12,5 Millionen Euro Abfindung bekommen hat. Da ist doch was nicht normal im Land, meine Damen und Herren. Und ihr Chef, der Herr Winterkorn, der sich immer gebrüstet hat, dass er in den besten Jahren am meisten bekommen hat, verdient kann man nicht sagen, 17,1 Millionen in der Spitze, so viel verdient kein Mensch, der ist seit 3 Jahren raus, aber hat bis Ende letzten Jahres jeden Monat 197.000 Euro bekommen. Und jetzt bekommt der Mann Rente. Und ich sage Ihnen gerne die Höhe. Der bekommt 3.100 Euro. Aber täglich, meine Damen und Herren, täglich 3.100 Euro. Und die tragen die Verantwortung für diese Manipulationen. Da ist doch was schief im Lande. Da müssen die, die Verantwortung gehabt haben, auch mal zur Verantwortung gezogen werden, meine Damen und Herren. Und trotzdem sind die letztlich nur die Spitze des Eisbergs. Und deswegen will ich zumindest noch einen Namen nennen, Susanne Klatten. Das ist die BMW-Erberin. Die hat auf ihr Aktienpaket im April diesen Jahres 1.075 Millionen ausgezahlt bekommen, ohne Leistung, leistungslos, meine Damen und Herren. Da kann ich nur sagen, wir werden von kriminellen Grabschern in diesem Lande abgezockt. Mir ist jetzt erst mal klar geworden, wieso in großen Fußballstadien, wo die Werbung ist, wieso das Bandenwerbung heißt. Ich weiß jetzt warum, meine Damen und Herren. Und die Frage ist, wie ist denn das eigentlich bei den Normalverdienern? Ja, ich bestreite überhaupt nicht, viele Menschen leben in Deutschland. Wir leben auch im Vergleich zu anderen Ländern gut. Aber unübersehbar ist auch, dass sich immer mehr Menschen Sorge machen, ob sie ihre Miete zahlen können, ob sie die Aufwendung für Gesundheit und Pflege noch aufbringen können. Der Satz, der einmal galt, unseren Kindern wird es einmal besser gehen, dieser Satz ist nicht mehr naturgegeben in Deutschland. Und wir müssen das so verändern, dass er wieder gilt, dass es nämlich Kindern besser geht als in der Vergangenheit. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist so, der Deutsche Gewerkschaftsbund hat das ausgerechnet, dass im Vergleich zum Jahre 1992 im Durchschnitt die arbeitenden Menschen weniger in der Tasche haben. Es ist keine Zahl der Linken. Die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen, die allerdings ist riesig groß geworden. Die 500 reichsten Familien in unserem Land, die 500 reichsten Familien, die hatten im Jahre 2011 ein Vermögen von 500 Milliarden. Und sie haben das gesteigert bis ins Jahr 2016 auf 692 Milliarden. Das sind 2 Bundeshaushalte. Da muss doch ein Staat eingreifen. Wir im Norden wissen, das heißt steuern, um ein Gemeinwesen zu steuern und nicht, um es einfach laufen zu lassen. Denn das Schlimme ist, dass wir auf der anderen Seite in Deutschland 13 Millionen Menschen haben, die in Armut leben oder armutsgefährdet sind. Da ist was nicht in Ordnung. Die Schere geht immer weiter auseinander. Und besonders schlimm empfinde ich, dass wir über 2 Millionen Kinder in Armut haben. Auch hier in Hamburg, in allen Stadtteilen. Und zwar viel zu viel. Da muss etwas getan werden. Man kann das nicht laufen lassen. In einem Land, in dem Alleinerziehende Zukunftsangst haben, in dem Kinderreichtum zum Armutsrisiko wird und in dem alte Menschen Flaschen sammeln müssen, da ist etwas nicht in Ordnung. Da kann man von einem Sozialstaat nicht reden. Und am 24.09. geht es auch darum, den Sozialstaat in Deutschland wieder herzustellen, meine Damen und Herren. Und deswegen muss hier im Land umverteilt werden. Und wer nicht den Mut hat, klar zu sagen, dass Gerechtigkeit ohne Umverteilung nicht gehen wird, der betreibt Augenwischerei. Ja, die Linke macht den Unterschied und wir haben den Mut, uns mit den Mächtigen anzulegen. Weil ich dann immer höre, der Herr Schäuble wäre so ein wunderbarer Finanzminister. Der hat sich das Denkmal der schwarzen Null gesetzt. Ich meine, allein dieser Satz ist schon Widerspruch an sich, aber ich lasse ihn mal so stehen. Aber was hat der in dieser Legislatur auch zu verantworten?
Der Skandal um die Brennelementesteuer. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen 7,2 Milliarden an die Atomlobby zahlen, weil Verträge falsch gemacht worden sind. Das wurde jetzt ausgeurteilt. Dafür ist Herr Schäuble verantwortlich. Und wer hat denn die Cum-Ex-Skandale zu verantworten, wo Milliarden dem Fiskus verloren gegangen sind? Auch Herr Schäuble. Und wie war das eigentlich mit Panama Leaks? Das ist doch dieser Skandal gewesen, wo Milliarden ins Ausland transferiert worden ist. Danach große Worte, reales aber nichts passiert. Und im ersten Halbjahr, so wurde festgestellt, waren die Überschüsse in Deutschland bei 18,3 Milliarden. Ich frage mich, warum denn nicht jetzt in die Zukunft investiert wird. Das ist doch dringend notwendig. Wir müssen mehr investieren in Bildung und Gesundheit. Wir brauchen mehr Personal in Pflege und in Erziehung. Wir brauchen dringend mehr sozialen Wohnungsbau, gerade in einer Stadt wie Hamburg, damit Mieten bezahlbar bleiben. Und natürlich muss in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden. Und ich bin jetzt wieder nach Hamburg gefahren und hier auch durch die Stadt. Und ich habe festgestellt, da ist so oft keine Handyverbindung. Mensch, wo leben wir eigentlich? In der zentralen Industriemacht Deutschland, da ist die Netzabdeckung schlechter als in Rumänien und schlechter als in Georgien und schlechter als in Peru. Da ist sowas nicht in Ordnung. Da haben wir einen Minister, der heißt Dobrindt, der ist für Breitbandausbau und dafür zuständig. Was hat denn der Mann eigentlich gemacht? Wir sind dort weit zurückgeblieben. Deswegen, wir brauchen dringend Investitionen in die Zukunft. Und auch hier macht die Linke den Unterschied, meine Damen und Herren. Wir machen unsere Vorschläge sehr umfangreich. Nach mir wird Sarah reden und ich will nur kurz erwähnen, natürlich wollen wir den Mindestlohn anheben auf 12 Euro. Eine Mindestrente wollen wir durchsetzen, das Kindergeld erhöhen. Das alles ist finanzierbar, wenn wir den Mut für eine große Steuerreform haben. Und unsere Steuervorschläge sind sehr übersichtlich. Wir wollen, dass alle bis zu 7.100 Euro im Monat entlastet werden. Und wir belasten allerdings diejenigen, die über große Einkommen und Vermögen verfügen. Ja, wir wollen den Spitzensteuersatz anheben auf 53%. Aber ich frage mich, bei Helmut Kohl war er auch 53% und der Mann war bekanntermaßen kein Linksradikaler. Warum ist denn das so eine schwierige Forderung? Und natürlich wollen wir eine Millionärsteuer. Ja, auf private Vermögen. Aber jeder, der hier ist und Millionär ist, der braucht sich keine Gedanken machen, weil bis zu einer Million ist alles frei. Aber darüber wollen wir 5% erheben. Das heißt, wer 2 Millionen auf dem Konto hat, 5% auf die zweite Million sind 50.000. Das sind danach 1.950.000. Das ist doch keine Verarmung. Und wir würden 80 Milliarden in die öffentlichen Haushalte bekommen. Wir könnten die Aufgaben, die ich benannt habe, wirklich und real finanzieren. Und ähnlich ist das mit der Erbschaftssteuer. Die einzige Reform, die die in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Ansonsten ist das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts. Bei der Erbschaftssteuer nehmen wir 6 Milliarden ein. Wenn wir die Erbschaftssteuer der Vereinigten Staaten haben, wirklich auch kein linkes Land, dann würden wir aber 50 Milliarden einnehmen. Warum gibt es diesen Mut nicht in Deutschland, bei den Vermögenden endlich etwas abzuholen? Und nicht zuletzt muss eine tatsächliche Steuerreform verbunden sein mit dem konsequenten Kampf gegen Steuerbetrug und Steuerflucht, meine Damen und Herren. Über 50 Milliarden gehen dem Fiskus verloren. Und es bleibt dabei, die teuersten Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Umverteilung reden, dann will ich gerade heute am 1.9. am Weltfriedenstag auch über Rüstung, über Abrüstung und über militärische Einsätze reden. Ich will noch mal daran erinnern, der Tag ist Weltfriedenstag, weil am 1.9. Hitler Deutschland Polen überfallen hat. Und im Jahre 1945 war mal völlig klar, nie wieder Krieg und von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen. Was ist denn aber heute? Heute ist es so, dass Deutschland drittgrößter Waffenexporteur ist. Und es müsste Schluss sein mit Rüstungsexporten. Ich habe vorhin gehört,
dass der Chef von Heckler und Koch entlassen worden ist, weil er gesagt hat, er möchte nur noch in Demokratien und nicht korrupte Regimes exportieren. Da haben die den Mann entlassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es muss Schluss sein mit Rüstungsexporten, denn diese Rüstung bringt nirgendwo in der Welt Frieden. Sie schafft immer nur neue Fluchtursachen. Und dabei sind dann Länder wie Saudi-Arabien, die führen einen blutigen Krieg im Jemen. Und eins ist doch völlig klar, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wenn Fluchtrouten da sind, dass in Größenordnung auch Flüchtlinge aus Jemen kommen. Man darf sich nicht wundern, wenn man Waffen und Soldaten in alle Welt schickt, wenn dann Menschen hierher kommen. Das ist der eigentliche Punkt. Und dann will man hier die Schwachen gegen die Schwächsten aufspielen. Das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Und wenn jetzt noch, weil Herr Trump sagt, 2% des Bruttoinlandsprodukts soll für Rüstung ausgegeben werden. Na, das ist doch nicht akzeptabel. Da sollte die Bundesregierung mal laut und deutlich sagen, nein. Und ich würde mir da im Übrigen wünschen, dass auch Herr Schulz, der ja gestern hier war und der gesagt hat, wir wollen die Atomwaffen aus Deutschland verbannen. Ja, nur zu. Wir hatten einen solchen Antrag in der letzten Legislatur und am nächsten Dienstag werden wir einen solchen Antrag nochmal stellen. Es gibt eine Mehrheit jenseits der Union. Wenn die SPD und die Grünen Mut haben, können wir das am Dienstag beschließen und dafür sorgen, dass dieses Zeug endlich wegkommt, meine Damen und Herren. War ja unlängst hier in Hamburg der G20-Gipfel und könnte man viel zu sagen. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Im Vorfeld hat Herbert Grönemeyer hier ein Konzert veranstaltet mit vielen anderen. Und er hat gesagt, Frau Merkel, lassen Sie alle erst gehen, wenn die 3,5 Milliarden zur Linderung der akuten Hungerkatastrophen zusammen sind. Ergebnis? Null. Aber auf dem Weg hierher hat Donald Trump Milliardengeschäfte mit Saudi-Arabien und mit Katar gemacht, letztlich mit Konfliktparteien. Wo leben wir denn, wenn das die Normalität ist, wenn nichts getan wird für diese Hungerkatastrophen der Welt und auf der anderen Seite Militärgüter in alle Welt geschickt werden? Ja, dann kann man nur feststellen, die Welt ist aus den Fugen geraten. Aber da gibt es Gründe für und da gibt es Verantwortliche. Und auch die Bundesregierung trägt eine Mitverantwortung dafür, meine Damen und Herren. Für mich sind es in besonderer Weise zwei Bilder, die symbolisieren, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Da ist einmal der tote Junge, der in Bodrum an den Strand gespült worden ist. Und das zweite Bild ist der blutverschmierte Junge, der in Aleppo aus den Trümmern befreit worden ist. Das sind ganz, ganz schlimme Bilder. Aber es sind zwei. Und aktuell ist die Zahl der Flüchtlinge auf der Welt bei 65 Millionen. Die Hälfte davon Kinder. Und diese Flüchtlinge sind die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt. Wir haben aktuell 200 Kriege und bürgerkriegsähnliche Konflikte auf der Welt. Sie alle werden mit Waffen geführt. Und dadurch haben wir auch Hungerkatastrophen, die nahezu apokalyptische Ausmaße haben. Und der Satz, dass ein Kind, was an Hunger stirbt, ermordet wird, dieser Satz sollte eigentlich der gesamten Zivilisation zu denken geben. Wir haben derzeit Hungerkatastrophen, nicht drohende, in 5 Ländern. Im Jemen, im Südsudan, in Äthiopien, in Nigeria. Alle 10 Sekunden verhungert ein Kind, meine Damen und Herren. Alle 10 Sekunden. Und da kann ich nur sagen, die zivilisierte Welt ist gefordert und dort sollte Deutschland ein Vorreiter sein. Nicht bei militärischen Abenteuern, sondern bei der Linderung der Not und mehr tun für Entwicklungshilfe, um Hilfe zur Selbsthilfe zu haben. Und wenn wir dann einen amerikanischen Präsidenten haben, ich will über den gar nicht reden, ich glaube, das hat er auch nicht verdient, aber der derartig agiert, dann wäre es eigentlich die Aufgabe Europas, etwas anderes in die Welt zu tragen. Aber wie ist der Zustand Europas? Und da frage ich auch mal, wie ist der Zustand Europas im Vergleich zu vor 12 Jahren, als Frau Merkel Kanzlerin geworden ist? Er ist heute eben deutlich schlechter. Wir haben die nicht bewältigte Finanzmarktkrise. Wir haben den Brexit.
Wir haben das Erstarken rechtsextremistischer und rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa. In Polen regieren die. Frau Le Pen in Frankreich, Herr Wilders. Das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, die über 50% ist. In Spanien, in Griechenland schon das fünfte Jahr. Da wächst eine Generation der Hoffnungslosigkeit heran, meine Damen und Herren. Und das hat natürlich mit der Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble zu tun. Die haben die Entsolidarisierung in Europa vorangetrieben mit ihren Finanzdiktaten, meine Damen und Herren. Und ein besonderes schlimmes Ding ist das Verhältnis Deutschlands zur Türkei. Ich habe hier eben gerade auf dem Weg gehört, dass wieder zwei deutsche Staatsbürger verhaftet worden sind. Ob willkürlich, ich weiß es nicht. Aber das ist doch unfassbar. Auch der Mann, Herr Erdogan, führt einen blutigen Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden. Der Mann missachtet Frauenrechte, die Pressefreiheit, der marschiert in Redaktionen ein oder lässt einmarschieren, stellt Zeitungen ein, verhaftet Journalisten, über 150 Verhaftete, darunter auch deutsche Staatsbürger. Der Mann nutzt die Flüchtlinge als Faustpfand für eine rückwärtsgewandte Politik und da ist doch Deutschland in anderer Weise gefordert. Da muss man nicht reden, da muss man handeln. Keine Waffenexporte in die Türkei, erst recht keine Waffenfabriken, keine deutschen Soldaten mehr, alle nach Hause holen und keine Vorbeitrittshilfen für den Despoten Erdogan, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich ein paar kurze Bemerkungen zur Innenpolitik machen. Wie gesagt, Sarah wird darauf eingehen. Eines ist doch augenfällig. Die Linke hat in früheren Legislaturperioden Regierende deutlich kritisiert für Dinge, die sie getan haben. Aber in dieser Legislatur, nennen Sie mir mal ein großes Reformvorhaben. Das ist mehr oder weniger Fehlanzeige. Die haben immer, ja, sich gegenseitig was gegeben, aber nichts wirklich nach vorne gebracht. Nehmen wir mal Rente. Die einen haben die Mütterrente gekriegt, die anderen die abschlussfreie Rente ab 63, okay. Aber wirklich die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen, dafür zu sorgen, dass sie lebensstandardsichernd ist und dass es keine Altersarmut gibt, indem man eben eine Mindestrente macht, das haben sie nicht gemacht. Und die Vorschläge liegen doch auf dem Tisch. In Österreich sieht man doch, dass es geht. Aber da müssen eben alle einzahlen, auch Rechtsanwälte, auch Abgeordnete, auch die Beamten, auch die Selbstständigen. Und da muss die Beitragsbemessungsgrenze fallen. Dann ist das finanzierbar. Es ist Unsinn, dass es nicht finanzierbar wäre. Ich will, könnte über Wohnungspolitik und die besondere Fachkraft Herrn Dobrindt reden. Ich mache das jetzt alles weg, lasse das jetzt alles weg. Aber eins ist doch augenfällig. Unsere Aufgabe als Linke ist, darum zu kämpfen, dass nicht Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Weder Festangestellte gegen Leiharbeiter, noch Erwerbstätige gegen Arbeitslose, auch nicht Ost gegen West und auch nicht Deutsche gegen Griechen und, und. Wir wollen, dass wieder Balance hergestellt wird und dass das Wort Solidarität in unserer Gesellschaft einen guten Klang ist. Das ist doch immer noch die Zärtlichkeit der Völker und auch in einem Land. Und jetzt gibt es das schöne Kanzlerduell. Und vor 4 Jahren, meine Damen und Herren, da gab es auch ein Kanzlerduell. Einige werden sich daran erinnern, Angela Merkel und Peer Steinbrück. Das war das Kanzlerduell, wo die Kanzlerin gesagt hat, mit mir wird es eine Maut nicht geben. Nur mal zur Erinnerung. Aber eins haben die beiden dort unisono gesagt. Sie haben gesagt, die große Koalition ist das Schlechteste fürs Land. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Sie haben recht gehabt. Es war das Schlechteste fürs Land, die große Koalition in Deutschland. Und natürlich geht es um was. Und natürlich ist die Linke bereit, für einen Politikwechsel mitzustreiten. Wir wollen, dass unsere Positionen im Deutschen Bundestag gestärkt werden, dass wir nicht 64 von 630 Abgeordneten haben, sondern möglichst mehr. Und dafür können Sie als Wählerinnen und Wähler sorgen. Es liegt auch an unserer Hand, dass wir einen Politikwechsel hinkriegen können, das auch gern mit anderen, aber wirklich nur, wenn es einen Wechsel gibt. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir Angela Merkel ernst nehmen. Sie hat schon in der letzten Wahl gesagt, Sie kennen mich. Und ich finde, man sollte diese Drohung ganz ernst nehmen. 12 Jahre Angela Merkel sind genug, meine Damen und Herren.
Wenn wir das Land zukunftsfest machen, dann muss wirklich etwas passieren. Und dann müssen diejenigen, die an den Krisenprozessen profitiert haben und die über unermesslichen Reichtum verfügen, dann müssen die auch zur Kasse gebeten werden. Lassen Sie mich zum Schluss zwei Bitten formulieren, eine Empfehlung geben und ein Versprechen aussprechen. Die Bitten sind ziemlich einfach. Die eine ist: Glauben Sie nicht und sagen Sie es Ihren Nachbarinnen, dass Ihre Stimme kein Gewicht hat. Es geht bei dieser Wahl um was. Es ist auch nicht entschieden, wer dritte Kraft wird. Vielleicht auch die dort im Hotel oder wir hier auf der Straße oder ganz andere, die wir nicht wollen. Also meine Bitte ist, gehen Sie zur Wahl. Es geht um was. Es ist nicht eine Wahl, die entschieden ist. Das Zweite ist, geben Sie nicht denjenigen eine Stimme, die Ihnen einfache Antworten versprechen. Es ist eben keine Antwort, Grenzen dicht und vielleicht auf Flüchtlinge schießen. Nein, das wäre für Deutschland verheerend. Wir sind das größte Exportland, wir sind ein humanistisches Land und deswegen sind das keine Lösungen. Es sind Scheinlösungen. Einfache Lösungen für die Probleme gibt es nicht. Deswegen keine Stimme für Rechtspopulisten und Rechtsradikale. Wir kämpfen bis zum letzten Tag, dass Sie nicht im nächsten Deutschen Bundestag sind, meine Damen und Herren. Meine Empfehlung wird Sie überhaupt nicht überraschen. Ich kürze das auch sehr ab. Wählen Sie die Linke am 24.09. Es soll so sein, dass für alle anderen das ein großes Aha-Erlebnis gibt, was dafür eine Zahl für uns aufleuchtet. Und zum Schluss mein Versprechen. Ich kann Ihnen versprechen, dass es mit uns keinen Abbau sozialer und kultureller Leistungen in diesem Land geben wird. Mit uns wird es keine Kampfeinsätze der Bundeswehr gehen, meine Damen und Herren. Mit uns wird es keine Einschränkung demokratischer Rechte geben. Und wir werden immer gegen Hochrüstung, gegen Geschäfte mit dem Krieg, gegen Rechtsradikalismus, gegen Terror und gegen Antisemitismus auftreten. Darauf können Sie sich verlassen, meine Damen und Herren. Die Linke macht bei dieser Wahl den Unterschied. Wir wollen, dass in unserem Land der Sozialstaat wiederhergestellt wird, dass Balance endlich wieder da ist. Wir wollen, dass das große Projekt Europa, was ein Friedensprojekt war, nicht scheitert. Wir dürfen die Merkel und Schäuble nicht weitermachen lassen. Es muss einen Wechsel geben, wo nicht nur der Lokführer ausgewechselt wird, sondern wo der Zug auf ein anderes Gleis gesetzt wird. Das ist notwendig, denn es ist nicht das Land von den Winterkorns und Klattens und auch nicht von Angela Merkel und Horst Seehofer. Das ist das Land auch von uns, meine Damen und Herren. Stärken Sie die Linke am 24.09. Herzlichen Dank.